Eigentlich wollte ein Mann nur einer Frau helfen, die allem Anschein nach Probleme mit ihrem Wagen hatte. Doch die Situation sollte nur wenig später eskalieren. Eine 60-jährige Autofahrerin war liegen geblieben. Ein 36-jähriger Mann und seine 30-jährige Freundin wollten Hilfe leisten. Der Wagen sollte erst einmal an die Seite geschoben werden. Ein Porsche-Fahrer fuhr so knapp an dem Helfer vorbei, dass dieser am Arm gestriffen wurde. Der Porsche-Fahrer hat behauptet, dass ihm der 36-Jährige an den Außenspiegel geschlagen hätte. Von den anderen Zeugen wurde die Situation allerdings ganz anders geschildert. Der Porsche-Fahrer soll angehalten und nach einem Wortgefecht auf den 36-Jährigen eingeschlagen haben. Sogar als er am Boden lag, soll er weiter geprügelt haben. Danach ergriff er die Flucht. Er wurde aber von der Polizei gestellt, Führerschein beschlagnahmt, Strafverfahren wegen Fahrerflucht und Körperverletzung. Dumm gelaufen.